Hallo ihr Lieben, wie immer herzlich willkommen diesmal zur Folge 87 von Skyrim, eine lange Reise mit Mario, dem alten Sack von Holstone TV. Wir sind in der Festung Unterstein in Markarth. Und killen als oder sollen als erstes eine Riesenspinne killen, damit wir dann den Museumsschlüssel bekommen, durch den wir wiederum Zugang zu wichtigen Dokumenten bekommen, die uns helfen, das Tagebuch des alten Gildenchefs, der Diebes des toten Gildenchefs Gallus, der Diebesgilde, in sein Tagebuch übersetzen zu können. Ach, mit Girlies ist das alles schon wieder viel schöner. Weil das war in der letzten Folge gar nicht mehr so richtig durchgekommen. Die waren zwischendurch weg, beziehungsweise ich hatte nur noch die Charlotte. Dame mit dem Schild und dem Schwert war die einzige, die noch da war. Nachdem wir mit Mercer in die Schneeschleierzuflucht gegangen sind. Die anderen musste ich vorher Umstände halber, weil die immer im Weg rumgestanden haben. Und der Mercer sich einfach nicht bewegen wollte zur Schneeschleierzuflucht. Musst hier an Ort und Stelle lassen. Und da ist dann wohl irgendwas schief gelaufen. Jedenfalls konnte ich sie nicht mehr zum Mitkommen bewegen oder beziehungsweise dann habe ich sie entlassen. Dann waren sie ganz weg. Also das hat schon ein paar Stunden gedauert, um das wieder hinzukriegen. Ja, und jetzt haben wir sie aber wieder. Dass das nicht wieder passiert. Und wenn es wieder passiert, dann weiß ich jetzt weiß ich, was ich machen muss. Was habe ich? Wie heißt das? UFO Overhaul oder so ungefähr in einer Rüstungsabkommen. Die habe ich ja auch schon mal veveröffentlicht in Folge 84. Also UFO Overhaul, das habe ich mal zwischendurch paar Mal deaktiviert und aktiviert bei den einzelnen Charakteren. Und im Endeffekt habe ich sie dann nachher dann nach ein paar Anläufen und in reichlich Abständen an ihren Heimatorten wiedergefunden. Und Hikari im Tempel von Kynare in Weißlauf. Wie gesagt, die Charlotte hatte ich sowieso bei mir. Und die Ulrika, die stand wie benebelt vorm Tor vor der Drachenfeste. Jetzt haben sie alle wieder. Toi, 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 toi. Schön auf Holz klopfen. Achso, das war jetzt untergegangen. Wir sollen jetzt also Tagebücher suchen. Wir hatten ja den toten Soldaten gefunden mit einer entsprechenden Notiz. Wir suchen also hauptsächlich jetzt Tagebücher. Glaube ich, drei verschiedene. Zwergenstadt unterhalb von Markarth. Ruhenzell oder
auch immer es ausgesprochen wird. Ja, nur noch das Wichtigste mitnehmen. Hey, hey, hey. Sich versteckt irgendwo oder was? Das, ja. Auf ein Spektakel für fast nichts. Hey, bleib doch hier, Kumpel. Hallo. Scheiße. Ah. Was haben wir da alles mit hier rumschleppen? Ah. Also zwei Bögen habt ihr, Ersatzbogen oder was? Den noch, aber den anderen suchen wir nicht. Also ich bin fast hier. Ich hoffe, er versteht mich. Ah, die schießen da. Das sind meine Freunde, schießen. Ich weiß immer gar nicht, ob die Werte, die da anziehen, als Geldwert, ob die wirklich so hundertprozentig stimmen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie ja abhängig sind von der Redekunst. Ich wollte schon sagen, Kalia oder sowas, aber Quatsch, wir sind ja schon wieder in ganz anderen Linien. Ja, und ihr wart ja nicht. War Kalia nicht. Sind ja alle vier Gurneys tragfähig. Kaiserliche Soldaten waren auch schon hier. Von einer Streckbank oder was? Ja, sieht
Ausrüstungsgegenstände für den modernen Keller. Auch viele Sachen. Schöne Sachen vor allen Dingen. Praktische Sachen. Und nicht so schwere Sachen. Schlafsaal. Jo. Fall durch eine verschlossene Tür. Oh, das ist eine Wirbelsäule. Seitlich getroffen. Das schafft man auch nicht. Wieso muss sowas in einem Safe liegen? Oh, da haben wir es wieder. Wettschleichen. Ikari. Bin immer noch da. Das sieht aus, als würde irgendwas mit der Bandscheibe hast, wa? Weil wenn du so. Was soll ich nehmen? Hatte ich mal. Ich bin wirklich mal so rumgelaufen. Oder rumgeschlichen, besser laufen kann man das ja nicht mehr nennen, dann schon. Aber so sah das dann auch aus. Ich weiß ja nicht, vielleicht haben sie mich heimlich gefilmt und dann hier halt für Skyrim als Vorlage genommen zum Schleichen. Ich muss mir sowieso noch irgendwie als Rentner dann so gucken, mal vielleicht so einen Nebenjob. Ihr geht vor, ich folge. Vielleicht werde ich Ohrenmodel oder. Hausmeister im Puff darf ich nicht werden, hat meine Frau gesagt. Und ich kann mich so schon kaum bewegen, ich würde ja nie wiederkommen, hat sie gesagt. Falmohren. Bloß gut, dass wenigstens alle Falmohren haben.
Was ist in dem Angebot? Eine Spinne? Okay. Treffen. Treffen ist besser. Gut. Wenn Charlotte das Schwert wieder wegsteckt, dann haben wir getroffen. Ausreichend getroffen. Dann noch was sie zuckt hätte, wäre sie natürlich durchgerannt. Was ihr habt, hat er mir wieder nicht dran. Ist ja deswegen. So, wir warten schon wieder noch was Blödes eingeschaltet. Kein Wunder, wenn er. Vielleicht hat er uns schon falsch geleitet gehabt. Aber von der Sache her waren wir ja dadurch trotzdem erstmal schon an Orten, an denen wir vorher nicht waren. Also bis jetzt müsste alles okay sein. Wir haben noch keine unnötigen Umwege gerannt. Schätze ich mal. Ach, das ist die Plattform, die wir vorhin schon mal gesehen. Hier ist hier wirklich nur in Anführungszeichen die Truhe. Da kannst du nicht hoch oder nicht runter. Hier musst du wieder zurück. Das haben sie aber auch sehr schön gemacht. Oh, geht schon wieder los. Gehen wir. Ja, gehen. Gehen ist gut. Charlotte, meine Güte. Kann ich dich mal. Was braucht ihr? Dich als Lastenträger. Was? Also, deine. Dann muss ich natürlich sagen, deine Tragkraft brauche ich. Also ich frage, was? Ich kann nicht gehen. Sollte man schon vernünftig antworten auf Full. Ausgeschöpft, Traglast ausgeschöpft. Dann mal los. Das auch nicht ganz so. Vorsicht, selber. Das zeigt auch falsch an. Weil er hat mir angezeigt, dass Hellsehen habe ich. Werde ich als in rechter Hand angezeigt. Das Schwert in der linken, aber es genau. Geh so, ich bin Rechtshänder, aber. Ah. Links. Wodurch da immer links und rechts vertauscht sind. Bin ich mal gespannt, wo es hingeht jetzt. Hoffentlich nicht raus und wieder rein. Das hatte ich also auch schon. Das deute ich als unter uns irgendwo. Jo. Wem fallen wir da entgegen? So, meine Lieben, das soll es für diese Folge dann erstmal wieder gewesen sein. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet jede Menge Spaß. Ich wünsche euch Gesundheit.
Und mir wünsche ich natürlich für die Videos Klicks, Likes und nach Möglichkeit Abonnements. Dann ciao, bis zur nächsten Folge. Euer Mario, der alte Sack von Holstone TV.